Dann seid ihr rausgegangen. Korrekt. Was ist dann passiert? Dann. Hallo! Hallöchen! Wie sagt man deinen Namen nochmal? Alle schämen mich für diesen Namen immer. Rahel. Rahel. Ich Maria sag mal Rahel auch oder so. Komplett falsch gesagt. Es ist aber auch sehr einlandes Spanisch zu sagen, ich bin ehrlich. Ja, verstehe ich. Ist aber ein deutscher Name, oder? Ist ein deutscher Name aus der Bibel. Okay, also Rahel. Ja, Rahel. Rahel ist heute bei uns. Aus Princess Charming Straight hier zu mir. Genau. Danke, dass du da bist. Ich habe ein paar Fragen für dich. Du bist ja doch sehr offen gegangen aus der Villa. Du bist ja freiwillig gegangen auch. Korrekt. Mit Maria zusammen. Ja. Und das sind ein paar Fragen, die ich gerne mit dir heute klären möchte. Hau raus. Ich habe sie auch aufgeschrieben, denn ich kann sie leider nicht auswendig. Alles klar. Deswegen, I'm sorry. Wir fangen jetzt sofort damit an. Moment. Wir haben Zeit. Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Sehr gut. Okay. Schwitzen da. Du hast in deiner Vorstellung gesagt, du bist Hostelbesitzerin. Korrekt. Ich brauche da mehr Infos. Mehr Infos, wer, ja. Wie, was, wo und ja. Wie kann man sich das vorstellen? Okay. Ja, in einigen Artikeln stand immer Hotelbesitzerin. Das hat mich leider größer gemacht, als ich bin. So ein Immobilienmogul bin ich dann doch nicht. Ein Hostel ist quasi ein eine Art Jugendherberge. Okay, genau. Okay. Die coole Hipster-Version einer Jugendherberge. Okay, verstehe, ja. Ja, also ich hatte einfach Bock, irgendwann mal eins selbst aufzumachen. Ich war früher sehr viel reisen. Okay. Und habe sehr viel auch in Hostels gearbeitet, also immer so Volunteering gemacht, dass man halt dafür kostenlos da essen und schlafen kann. Ach cool, okay. In solchen Work-Exchange-Programmen und ich fand es immer mega geil. Mega du warst spitze. So Hostel-Essen, richtig geil. Da will ich, das will ich mach auch Lust machen. Auf mehr. Ja, dieses Fertigessen. ja, zumindest ne, kostengünstig. Ja, also, so kann man es schön formuliert. So kann man länger reisen. Das war politisch korrekt. Eine ganz gute Option dahingehend. Genau, und das hat immer mega Spaß gemacht. Also in einem Hostel hängen auch nur Leute ab, die gerade mega gut drauf sind und gerade Freizeit haben und Bock haben, Leute kennenzulernen und zu reisen und was auch immer. Also die Atmosphäre ist einfach mega, mega schön. Ja, und wie gesagt, ich hatte einfach super lange den Traum, habe dann lange drauf hingespart. Also ich habe es schon mal in einem Kommentar gehört, das ist nicht sponsored by Daddy. Imagine. Also ich hatte natürlich das Privileg, dass meine Eltern mich zum Beispiel im Studium finanziell unterstützt haben, dass ich die Miete bezahlt bekommen habe. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, viele Jahre einfach viel nebenbei zu arbeiten und anzusparen, um das voll dann gut umzusetzen. Genau, und dann habe ich das letztes Jahr gemacht auf Gran Canaria, habe da eine nette Butze gefunden. Und da bist du jetzt auch öfter da, um das zu pflegen, oder hast du da genau eingestellt? Genau, also ich habe eine Managerin eingestellt, aber bin sehr regelmäßig da. Jetzt auch in 2 Wochen wieder. Kommt cool vorbei, wenn ihr Bock habt. Ah, das ist ja richtig cool. Ja, genau. Du bist aber auch in Berlin noch, wie heißt das? Marketingmanagerin bist du noch in Berlin. Genau, im Bereich Wissenschaftskommunikation. Managst du dich da quasi selber? Oder wie machst du das? Oder wie geht das? Ich bin in einer Agentur für, wie gesagt, Wissenschaftskommunikation. Also ich mache so zum Beispiel Social Media für wissenschaftliche Institute, wo wir Erkenntnisse in einfacherer Sprache kommunizieren. Also für alle, die es auch nicht das studiert haben quasi. Genau, okay. Im Endeffekt. Und das geht gut einher, ja? Oder musst du dann einen extra Urlaub nehmen dafür? Oder wie ist das dann, wenn du fürs Hostel, also ich kann Homeoffice machen, wenn ich im Hostel bin. Ah, cool, okay. Genau, und das klappt eigentlich bisher ziemlich gut. Und das in Berlin mache ich Teilzeit, von daher habe ich auch noch Zeit, halt Buchhaltung und so ein Kram nebenbei fürs Hostel immer zu machen. Verstehe, du bist also irgendwie doch selbstständig, aber irgendwie auch nicht. Genau, sowohl angestellt als auch selbstständig. Crazy. Tja. Hast du noch freie Zeit in deinem Leben? Ja. Habe ich. Für eine Partnerin zum Beispiel. Ah, ist ja dazu auch, kommen wir jetzt. Ist ja auch immer trotzdem noch Zeit. Ja. Okay, apropos Freizeit, du hast dich dann bei Princess Charming beworben. Ja. Warum? Also wolltest du dich verlieben oder wolltest du einfach mal diese Erfahrung genießen? Du bist ja auch so eine kleine Abenteuerin, wie ich gerade hier rausgehört habe. Ja. Was war der Hintergedanke, der grobe? Ja, ich dachte mir einfach, warum nicht? Ne? Ah, okay. ich hatte die ersten beiden Staffeln gesehen und war schwer verliebt. Also mir hat vor allem die erste Staffel echt viel gegeben. Ja, die erste war so gut. Ich war richtig abgeholt. Ich habe nochmal einen ganz neuen Bezug zur Community irgendwie dadurch gewonnen, weil ich vorher, na klar weiß man, dass man nicht die einzige queere Person auf der Welt ist, aber dadurch sieht man es irgendwie nochmal. Ne? Ja, voll. Ja, und es hat nochmal so ein richtig schönes Queer-Gefühl für mich ausgelöst. Komisches Wort, aber ja. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Es hat mir einfach wirklich viel gegeben. Hätte ich sowas als Teenie schon gesehen, hätte mir das krass viel gegeben. Ich glaube, dann wäre unser aller Leben einfacher gewesen, ist bin ehrlich. Wirklich ja so, absolut. Und ich hatte natürlich schon Lust, dann auch Teil davon zu sein, das voll mal cool zu erfahren. Und ich ging schon tatsächlich sehr schwer davon aus, dass bei ja insgesamt 20 Frauen, ne? Princess und 19 Kandidatinnen, bestimmt eine Spitzenfrau dabei sein wird.
Well, dazu kommen wir gleich. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, gerade Staffel 1 hat so viele Facetten auch gezeigt. Ja. Also wir hatten ja wirklich alles dabei. Sie wurde ja auch dann auch, glaube ich, ausgezeichnet, ne, mit einem Deutschen Fernsehpreis. Du weißt, also das, mehr als ich. Das ist schon crazy, aber auch verdient, finde ich. Irina hat es auch voll gut gemacht. Kurze Frage, wie findest du denn am besten so von der Princess? Madeleine oder Irina oder Hannah? Wer war für dich so am sympathischsten bisher? Klar, kennst du Madeleine wahrscheinlich am besten wahrscheinlich von allen, ja, wenn man das so sagen kann. Ja, die anderen habe ich noch nicht getroffen, ja. Aber so vom Vibe her, wer war für dich die charmanteste Princess? Ich finde, es kommt voll drauf an, worauf man guckt. Also ich finde, Madeleine ist super nahbar. Man hat total viel Zugang zu ihr und ihren Gefühlen, was total schön ist, vor allem als zuschauende Person. Mega. Ich glaube, Irina war aber die perfekte erste Princess vor allem, als erste für so ein Format, ja, um das so auszufüllen. Auch mit, einfach weil das klassisch in dem Format so war von, ja okay, sie sucht jetzt eine langfristige Partnerschaft, steht mitten im Leben. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, die war vor allem für die erste Staffel perfekt in ihrer Rolle, aber ich finde auch Madeleine sehr toll. Ich auch. Ich finde es gut, dass wir beide Hannah ignoriert haben. Hannah ist bestimmt auch super, ich erkenne sie nicht. Ja, die zweite Staffel mochte ich nicht so sehr wie die erste, kann man auch sagen. Ich finde auch, da war der Vibe ein bisschen off, bin ich ehrlich. Kann aber auch am Cut liegen, keine Ahnung, es gibt immer viele Faktoren. Sie war auf jeden Fall nicht nahbar, das war, ich finde auch, sie war eher so auf einem Podest, was ja auch irgendwie für eine Princess irgendwie so angesehen ist. Deswegen mache ich dieses Format nicht so gerne, deswegen mache ich zum Beispiel dieses Charming Boys in dem Sinne viel lieber, weil alle mit allen können. Ja. Aber hey, dazu kommen wir gleich noch. Wenn du in Berlin bist und nicht jetzt irgendwie in einer Dating-Show, wie datest du denn oder wie hast du denn gedatet? Über Apps oder bist du in einem Club gegangen oder wie war das für dich mehr bisher? Ich habe schon sehr, sehr viel Tinder benutzt, muss ich sagen, auf jeden Fall. So die meist gelöscht und ins Leben. Ja, absolut. Immer so ein paar Monate drauf und dann wieder ein halbes Jahr weg. Ich glaub, das kennen alle. Ja, Hassliebe zu den Dating-Apps auf jeden Fall. ja, die habe ich auf jeden Fall viel genutzt. Okay. In Clubs. Ja, auf queeren Events vielleicht schon, ansonsten in einem normalen Club weiß ich natürlich nicht, wer ist jetzt queer oder nicht. Ja. Gehst du nicht queer feiern? Ich habe das auch erst vor, glaube ich, maximal 2 Jahren gerafft, dass es Flinter-Events gibt. Das war mir irgendwie nicht klar. Wie funny, Das hat mir irgendwie nie jemand erzählt und irgendwie wusste ich das nicht. Genau, aber seitdem ich das auf dem Schirm habe, auf jeden Fall mehr. Jetzt auch seit den letzten Monaten, wo ich mit mehr von den Charming Girls befreundet bin, natürlich auch. Klar, logisch. Mehr. Ja, absolut. Aber ich finde, gerade in Berlin sind wir da so krass aufgestellt, was diese ganzen queeren Partys betrifft. Absolut. Wenn ich da so in der Heimat in München bin oder so, da ist ja nicht so viel los. Aber deswegen bin ich immer sehr appreciative, wenn ich in Berlin bin, so, okay, wo gehen wir heute? Ist egal, wohin, es gibt überall eine queer Party. Das stimmt, das kann ich mal verstehen, ja. tut mir leid, das ist morgens früh. Ich muss ja du hast dich ja dann quasi am Ende nicht für Madeleine entschieden. Spoiler. Wäre Madeleine an sich dein Typ gewesen, hättest du sie neben dir sehen können? Also offensichtlich nicht so krass, wie du andere sehen konntest. Aber als sie reinkam, warst du da geflasht oder warst du so, ja, nee. Ja. Also sie war ja offensichtlich sehr nett, wie du auch schon gesagt hast. Absolut, ja. Aber hättest du sie neben dir gesehen, hättest du dir selbst mehr Zeit gegeben und wäre vielleicht Maria nicht in der Villa gewesen? Möglich wär's. Also sie ist auf jeden Fall eine bildschöne, sympathische so Frau, gar keine Frage. Und klar wäre sie zum Beispiel auch in der Villa gewesen und man hätte genauso viel Zeit mit ihr verbracht, kann man nicht sagen, was passiert wäre. Ja. Ich fand sie auf jeden Fall nett und spannend. Ich war, erstmal, als sie reinkam, sie war ja vorab schon über den Tag in der Crew. Und als sie da stand, so habe ich es null gepeilt. Also ja, ich war so, klar. Wer ist das jetzt? Ich dachte kurz, so, ist das noch eine Kandidatin? Voll. Weil das halt auch, kein Feuerwerk, kein irgendwas, als sie dann da stand, war ich da so, wurde gespart. Ja. Hat dazu fürs Tuk-Tuk gereicht bei der Anfahrt. Das war auch sehr lustig. Das war geil. Ja. Ich hatte schon kleine Bedenken, als sie meinte, okay, 23 und wohnt in den Niederlanden. Also, dass ich dann schon kurz so dachte, oder dass sie auch meinte, sie möchte in den nächsten Jahren nochmal sehr viel reisen. Das habe ich natürlich auch schon super viel gemacht. Du warst so bin der Done That. Also, ich hatte schon so kurz die Zweifel, dass ich mir dachte, vielleicht stellen wir uns unser Leben in den nächsten Jahren anders vor. Ja, klar, irgendwie ist ja auch ein Gap einfach zwischen, Genau. Ich finde auch sehr mutig, dass sie so eine junge Princess genommen haben. Absolut. Also sie ist nicht mehr irgendwie in der Mitte oder so, sie ist ja schon echt am Anfang des Spektrums. Sie ist die jüngste mit, ich glaube, Aisun und Elena sind auch noch genauso jung. Aber ansonsten, es kann nicht mehr. Das ist schon sehr mutig, finde ich. Ja, absolut. Aber ich finde, sie macht das sehr gut, sehr souverän. Also ich verstehe, warum sie genommen haben, weißt du, ich meine? Also absolut. Gerade vom Reden her, ich weiß ja nicht, wie es in der Villa dann vor Ort war, aber ich finde, sie macht das sehr souverän. Also, ich finde, sie spricht auch Themen wirklich gut an und wichtige Themen, also keine Ahnung, dass man in einem RTL-Format mal sieht, Fun Fact, intersektioneller Feminismus, also so Sachen, dass das nochmal passiert irgendwann. Ich finde auch,
klar, du kannst es nicht allen recht machen und ich weiß auch, dass die wahrscheinlich nicht alle gleich toll finde, logischerweise. Aber ich finde, sie gibt niemandem das Gefühl, du bist gerade nicht willkommen oder du bist nicht mein Typ. Also ich finde, sie macht das immer sehr höflich und respektvoll einfach. Absolut. Alles. Absolut. Also man hatte in der Villa schon irgendwann das Gefühl, so zu erahnen, was grob ihr Typ sein könnte. Ja, well, okay. Aber sie hat wirklich nie jemandem das Gefühl gegeben, du bist für mich irrelevant oder ich habe dich nicht auf dem Schirm das oder du auch. Bist irgendwie hier nur noch so ein Statist für mich. Also ja, ist echt schade, weil man sieht ja auch in der Show dann irgendwann einfach nur noch dieselben drei gefühlt, ne? Weil es dann irgendwie auch dann Richtung, aber ich finde schön, dass du auch sagst dann, okay, man hatte nicht das Gefühl, dass... Nee, wirklich nicht. Also sie hat sich immer für jeden Zeit genommen, mit jedem zu reden, also sie war auch schon immer da in einem Gespräch und hat gemerkt, dass sie jetzt nicht im Hinterkopf schon an die nächste oder an die letzte denkt. Voll also cool. Das war schon. Das ist auch ein Talent, finde ich, weil es ist ja auch ein Druck für sie, ne, letztendlich. Als ich das gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, schlimmste Rolle der Welt. Ich verstehe das vollkommen. Bei der allerersten ja. Ladies, dann dachte ich, oh Gott, jetzt musst du mit 20 Leuten ja, denselben Smalltalk auch. Ja, voll. Ja, 25 Mal übers Reisen reden wahrscheinlich ja, und yes. über, keine Ahnung, Bachelor, was auch immer. Ja, verstehe ich voll. Ich wäre da wahnsinnig geworden. Komm mal zu dir jetzt. Es geht ja hier um dich jetzt erstmal. Du musst mir mal kurz helfen bei Maria und dir. Wir haben quasi einen Kuss gesehen, ja. Bei einer Wette oder so, und dann war der für mich so einfach ein Team. How? Also, wie geht das bei dir allgemein so schnell? Ja, Lesbians, was, you know. Ich, was, ich bin quasi mit dir zusammengezogen dem allerersten Blickkontakt. Was ist denn, wo hast du gemerkt, da ist vielleicht ein bisschen mehr? War das in diesem Moment oder war das schon davor? Also man sieht natürlich, ist ja jedem klar, man ja sieht logisch. Eine Stunde von wie zwei viel? Tage oder so, ja, genau. 48 Stunden Filmmaterial ja. aus 1000 verschiedenen Blickwinkeln. Ich hatte schon am ersten Morgen in der Villa mit ihr voll das gute, lange Gespräch, wo wir einfach auch so ein bisschen drüber geredet haben, wie wir jeweils aufgewachsen sind, ein bisschen über Religion, was das so mit uns jeweils gemacht hat. Über den Zeitraum hatte man natürlich unendlich viele mega tiefsinnige Gespräche. Also an Tag 4 gefühlt hatte ich ja schon meine tiefsten Traumata erzählt so und konnte halt irgendwie total tiefen Stuff mit ihr teilen. Und ich fand es tatsächlich auch unglaublich schön und bemerkenswert, dass ich gesehen habe, wie sie mit anderen interagiert hat. Also diese Erfahrung hast du ja sonst nicht so krass, dass du instant merkst, okay, sie hatte gefühlt ab Tag 3 jeden in der Villa schon mal zum Heulen gebracht, weil sich jeder vor ihr so öffnen konnte halt. Voll cool. Und sieht das man gar nicht alles. Ich, ja, und das fand ich einen unglaublichen, also das fand ich wirklich total beeindruckend zu sehen und da hat es schon so, tolle Frau. Crazy. Und dann kam natürlich das Rangeln, da hat es dann nochmal geknistert. Das waren auch beide, stimmt, ja, voll. Ja. Wer kam auf die Idee? War das du? Das ich warst war, du, ne? ich hab ja. Rangeln. Ganz, ganz wichtig, ne? Ich habe tatsächlich gewonnen beim Rangeln. Sie schneiden es, als hätte Maria gewonnen. Geht gar nicht. Verstehe, okay. Mein besser von dir ist immer noch, als ich glaube, Maria war es auch gesagt, wir haben Alkohol! Und yeah. dann so richtig auf diesem Balkon ausgerastet bist. Und ich war so, oh, da ist jemand auf Entzug. Ich hatte Bock, 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 ja, auf jeden Fall. Das hat man gesehen, das fand ich sehr gut. Es gab immer weniger Alkohol, als man dachte. Ist das so? Auf jeden Fall. Ich dachte, bevor ich in diese Sendung gehe, oh Gott, dann wirst du da wahrscheinlich ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als zu trinken. Aber es gab dann am Tag vielleicht so für jeden ein Bier gefühlt. Hä? Ja. Das hätte ich nicht erwartet, knapp, ehrlich gesagt. Es war knapp. Was gab sonst haben Wasser wir uns oder gefreut. Was? Oder? Ja, genau. Okay, verstehe. Und dann so drei Flaschen Sekt für 20 Girls bei der Ladies Night. Also ich finde das auch ein bisschen gut, damit sie so ein bisschen Verantwortung übernehmen, dass absolut. Sie eben sagen, es soll nicht ausufern in Saufen und Lallen. Es soll ja auch ein gewisses Niveau haben und bei 40 Grad im Schatten kippst sofort, du da ja auch ne? um, wenn du den ganzen Tag. Weil immer dieses den Klischee, dass in diesen Shows nur gesoffen wird, das ist ja bei mir auch ein bisschen so eingebrannt. Aber finde ich gut zu hören, dass es eben nicht so ist. Ja, absolut, haben sehr drauf geachtet. Finde ich cool. Ja. Moment. Okay, also du, Maria, war dann auch so ein Team, basically. Hast du gegenüber Madeleine irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt? Oder hast du von vornherein schon gewusst, dass ihr beide eh nichts werden werdet? Und also du, Madeleine, meine ich jetzt. Und sie wird es eh locker aufnehmen. Oder wie war das für dich? So, war das so ein innerer Zwiespalt? Oder war das für dich schon so klar, dass das eh okay ist? Also ich hatte bis Folge 3, was man sieht, auf jeden Fall noch keinen inneren Zwiespalt. Also ich wollte schon vorsichtig sein mit Maria, dass sich das nicht so schnell entwickelt, dass ich schon auch noch im Kopf Raum habe, die Möglichkeit mit Madeleine mir anzugucken. Ja. Mhm. Und ich hatte natürlich auch mehr Gespräche mit Madeleine und auch bei diesem Box-Date, das ging nochmal deutlich länger. Ich habe auch sehr persönliche Sachen mit ihr geteilt. Okay. Also das war schon auch so eine gute Connection auf jeden Fall da. Aber ja, zu dem Zeitpunkt gab es einen Mini-Bussi mit Maria. Das war jetzt noch nicht so dramatisch, dass ich so dachte, klar, okay, muss ich auf jeden Fall thematisieren. Aber tatsächlich auch, als dann das Ganze mit Desi passiert ist, hat es bei mir nochmal gekickt, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie Angst, ohne Maria herauszugehen. Krass, okay. Ja,
Also, dass ich dann gemerkt habe, auch, okay, die haben jetzt mit Madeleine thematisiert, dass zwischen denen was ist. Ich sollte okay, auch. Ich sollte auch. Also, ja, das kam auf jeden Fall dann so auf. Und ab dann aber in Folge 4 ging es mir echt. Dann ist es mir echt ins Mark gegangen. Gar nicht mal so krass wegen Madeleine, weil ich mir schon dachte, man kann das irgendwie einschätzen. Ich ging nicht davon aus, dass ich zum Beispiel zu den Top 4 gehören könnte. Das merkt man ja irgendwie einfach. Irgendwie, ne? Ja, ja, klar, voll. Und deswegen dachte ich jetzt nicht, dass Madeleine es krass verletzen würde, wenn man geht. Aber ich hatte Angst vor den anderen, gegenüber den anderen Kandidatinnen, dass ich denen Zeit wegnehme, wenn das klar nur noch ein platonisches Interesse ist. Dass man auch dann einfach den Platz wegnimmt. Einfach genau, und das hat an mir geknabbert. Das finde ich voll cool, ehrlich gesagt, dass du das auch so berücksichtigst einfach. Andere könnten ja auch sagen, nö, ist mir egal, ich will diese Watchtime haben, nö, ich bleib hier. Nö, also das war mir auch, also ich habe mich schon so zutiefst in all diese Girls da drin verliebt in der Villa, dass ich das auch nicht riskieren wollte. Es sind einfach alle Zucker, ich bin ehrlich. Es sind alle Zucker süß, alle Süßmäuse des Todes. Ja, finde ich toll. Absolut. Wie findest du es eigentlich, also ich finde ja persönlich Charming Boys als Format sehr viel offener und toller als Prince Charming zum Beispiel. Ja. Ich finde auch bei Princess Charming hatte ich ein bisschen Angst, dass sie das wieder so schneiden, von wegen so, Madeleine ist die eine, die Göttin, alle müssen sie anbeten. Das finde ich gar nicht so dieses Jahr. Ich finde, das ist sehr offen gehalten. Ja. Und der Schnitt zeigt auch, dass es möglich ist, andere Kombinationen zu bilden. Ja. Hattest du davor Angst, dass das eben falsch geschnitten werden kann, weil eben diese Princess diese eine ist? Ich finde das schon sehr mutig von denen, dass sie eben zeigen so, hey, es muss nicht Madeleine sein. Das war ja die Jahre davor gar nicht so. Ja, naja, Paula und Dora sind raus, letzte Staffel zum Beispiel. Das stimmt, das wurde mal dieses Drama drum gemacht. Oh mein Gott, du kannst doch nicht die eine küssen. Es ist doch hier gerade Hannah da und in Staffel 1, Irina ist da. Du kannst doch nicht hier wild rumhaben, bist du dumm. Das stimmt. Also sie haben es nicht so dramatisiert, als so, das sei total furchtbar dieses Jahr. Das ist ja gar nicht so. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte jetzt nicht Angst. Nö, ich hatte nicht Angst, dass sie einen deswegen ins schlechte Licht rücken. Aber ich hatte Angst, dass es passieren könnte, würden wir länger bleiben an dem Punkt. Also hätten wir jetzt noch mal 2 Folgen länger gesagt, scheiß drauf, ich versuche so gut wie möglich bei Madeleine anzukommen, komme was wolle, dann hätte ich Angst davor gehabt. Okay. Aber in dem Rahmen, nö, fand ich auch super, wie sie es rübergebracht haben. Ich bin sehr zufrieden mit der Ausstrahlung, alles in allem. Ich glaube auch, Charming Girls wäre aber langfristig irgendwie der logischere Schritt. Es macht ja auch an sich mehr Sinn. Ja, ich glaube einfach, es war schon geplant gewesen, keine Ahnung. Aber ich glaube auch langfristig gesehen würde das mehr Sinn machen. Auf jeden Fall. Wenn vielleicht ein bisschen weniger dirty. Ja, da wäre ich auch gespannt. Würde bei Charming Girls auch so viel in einer Charming Suite laufen? Wer weiß. Ja, es war schon, Charming Boys war schon krass an vielen Stellen. Da war schon viel los. Los, das kann man so sagen, ja. Okay, absolut. Ich dachte, der ausschlaggebende Grund für dein Outing vor Madeleine, sag ich mal, war eher, dass Elsa da war. Und du dann der Meinung warst, so, okay, jetzt ist sie vorbei. Jetzt ist vorbei, jetzt kann ich auch gehen. Also, weil du meintest ja auch noch dann zu Maria, okay, wir können jetzt, also, wir warten bis morgen. Wir machen, weißt du was, also du meintest irgendwie, wir gehen morgen, dann können wir uns auch hier beschnuppern oder so in dieser, im Bad, diese eine Szene, als ihr da so am Becken standet und meintest, okay, morgen. Das war für mich so ein Moment von wegen so, okay, wir können jetzt hier noch, müssen hier noch ein bisschen slow fahren, morgen können wir dann uns beschnuppern. Und dann war ja Elsa da und habt ihr einfach rumgemacht. Und ich war so, okay, jetzt sind sie beide so, fuck off. Jetzt ist mir alles egal. Boah, weiß gar nicht, ob da Elsa der Auslöser war. Es war halt auch dieses komische, okay, ich habe hier schon total einen Crush auf eine Person. Seit einer Woche im normalen Leben hätte ich die schon längst geküsst. Also deswegen war es so, ach, jetzt ist doch auch egal. Verstehe. Also morgen sagen wir der Princess. Morgen reden wir eh mit Madeleine und jetzt ist auch, ja, verstehe ich, okay, voll. Egal. Okay, dann seid ihr rausgegangen. Korrekt. Was ist dann passiert? Dann haben wir erstmal die ziemlich litte After-Villa gegründet. Die Litte. Das war sehr, sehr geil. Genau, wir haben einfach mit den anderen Girls dann nochmal eine, wie ich finde, fast genauso coole Villa gemietet. Cool. Privat. Ohne Kamera. Ohne Kameras. Haben auch alle nochmal ganz viel Flaschendrehen gespielt. Okay. Und ja, das war mega schön. Da hat man wirklich nochmal total viel mitnehmen können. Das hat nochmal irgendwie die Beziehung zu allen gefestigt, finde ich. So eine Woche ohne Kameras im Anschluss. Und dann bin ich mit Maria nach Frankfurt geflogen. Weil sie da wohnt. Okay. Dann hat sie direkt, glaube ich, einen Tag später meine Oma kennengelernt. Wild, Lesbians. Move fast. Ja. Und dann auch wir beide unsere besten Freunde gegenseitig. Und ja, seitdem sind wir seit jetzt knapp 4 Monaten in einer Fernbeziehung. Wow! Crazy! Voll süß. Ja. Seht ihr euch oft oder ist das eher so ein mal gucken, wie es gerade passt? Wir sehen uns eigentlich sehr regelmäßig alle 2 Wochen. Wow, genau, das ist schon dass viel. Wir uns gegenseitig besuchen. Genau. Wenn es passt, auch mal jedes Wochenende. Ja. Voll cool. Ja.
Absolut. Ich finde das richtig süß. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob wir noch zusammen sind, aber hey, jetzt weiß ich es schon. Wir sind zusammen. Voll cool, richtig, richtig ja. süß. Glückwunsch. Dankeschön. Voll süß. Hast du das Gefühl gehabt, also logischerweise, aber dass ihr nochmal andere Menschen dann außerhalb der Villa wart? Oder war das schon... Ja, also was heißt, nein, nicht absolut, aber es war auf jeden Fall ein Prozess, dass man danach nochmal das ganze Erlebte in die Realität übertragen musste. Mhm. Also es war schon... Das ist auch eine Ausnahmesituation einfach, natürlich, ne? Natürlich, ja. Also da drin, du hast kein Handy, du hast keinen Job in dem Moment, klar, keine sozialen Kontakte, und da hatten wir, als wir rauskamen, schon gemerkt, okay, wir haben einen leicht differenten Alltag, gucken wir mal, so müssen wir schon noch mal erstmal ein, zwei Kompromisse bei Sachen finden. Was ja normal ist auch letztendlich, ja, absolut, ne? Also, absolut, ja. Klar. Also ja, es war schon eine kleine Transferleistung, aber... Transferleistung finde ich auch ein schönes Wort, finde ich gut. aber ja, hat gut geklappt. Voll cool, voll süß. Ja. Ich bin ehrlich, hätte ich gar nicht gedacht, weil es ja bei diesen Shows immer so, dass man immer in diesen Shows sehr intensiven Kontakt hat. Und dann eben der Alltag kommt, wie du gerade schon gesagt ja. hast. Und meistens scheitert es dann eben daran. Ja, auch absolut. Bei diesen ganzen Gewinnerpärchen und so die ganze Zeit. Aber finde ich voll süß. Ja, danke schön. Finde ich ganz, ganz toll. Ja, ich finde aber auch diese Woche, die man da drin hatte, daran kann man auch so viel mitnehmen und so lange davon zehren, weil du nie wieder die Möglichkeit hast, jemanden so lange, so intensiv, ohne Ablenkung voll. Kennenzulernen. Und alle Infos, die du da schon über ja. die Person sammeln kannst, Ist eine gute Base, ne, ja, letztendlich. Ja, fühlt sich an wie so mindestens ein Monat Dating oder länger. Voll cool, ja. Finde ich süß. Hast du noch an sich Bock auf Fernsehen oder ist das erstmal jetzt für dich abgeschlossen, dieses Kapitel? Oh, keine Ahnung, das schaue ich dann. Okay, verstehe. Boah, weiß ich nicht. Ich meine, dein Hostel so einer Fernsehshow finde ich lustig. Oh ja, so. Wir können gerne Charming Girls im Hostel drehen. Also. Yes. Okay, ja cool, danke. Das ist jetzt vorbei. Gut, dass es vorbei ist. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Now we know. Finde ich ja. wahnsinnig süß. Und ich finde es toll, dass es auch Charming gezeigt hat, dass es eben auch so geht, ne, letztendlich. Absolut. Ja, willst du noch irgendwas sagen? Das ist immer so eine dumme Frage, ne, am Schluss. Liebe geht raus. Liebe geht an raus. An alle Queers da draußen. Guck mal vorbei, Link in der Beschreibung. Bleib geschmeidig. So. Gut, dann tschüss. Ciao.